Guten Tag, wir sind Schüler der Technologischen Fachoberschule Max Valerian Bozen mit der Fachrichtung Informatik. Mein Name ist Braunhofer Fabian. Und mein Name ist Lukas Bernter und hier sehen Sie unser Projekt. Hier sehen Sie bereits unsere Benutzeroberfläche, nämlich werden die Fahrschüler in einer Tabelle dargestellt mit Steuernummer, Namen, Geburtsdatum, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. In der oberen Hälfte des Bildschirmes befindet sich eine Suchleiste, mittels welcher die verschiedenen Eigenschaften der Fahrschüler durchsucht werden können, wie Vorname, Nachname, Steuernummer und so weiter. Mit einem Mausklick können nun die Fahrschüler eingesehen werden. In ihren Profilen sind natürlich ihre gesamten Daten eingetragen. In der unteren Hälfte befinden sich die Knöpfe, um die Aktionen mit dem Fahrschüler durchzuführen, wie zum Beispiel die Formulare generieren, diese zu drucken oder einen Fahrschüler auch zu löschen. Im nächsten Schritt möchten wir Ihnen nun zeigen, wie wir das Passfoto eines Fahrschülers abspeichern. Dieses Passfoto kann entweder eingescannt werden und aus einem PDF-Dokument herausgeschnitten werden oder man wählt eine herkömmliche Bilddatei aus. Sobald dann die Wahl getroffen wurde, wird das Bild bereits im Profil des Fahrschülers angezeigt und ebenfalls in der Tabelle. Um die von der Fahrschule benötigten Formulare mit den Daten des Fahrschülers auszufüllen, haben wir dies mittels eines einfachen Knopfdrucks realisiert. Hierbei handelt es sich um das Formular TT2112 und wie Sie sehen können, werden die Daten des Fahrschülers im Formular in den entsprechenden Feldern eingetragen und die Formulare werden natürlich auch abgespeichert. Um einen Fahrschüler für die praktische Fahrprüfung anzumelden, wird auch seine Unterschrift in digitaler Form benötigt. Diese Unterschrift wird dann später auf den Führerschein gedruckt. Um dieses Problem zu lösen, haben wir ein Tool entwickelt, welches es uns ermöglicht, die Unterschrift des Fahrschülers aus einem eingescannten PDF-Dokument herauszuschneiden. Hierfür muss natürlich zuerst das PDF ausgewählt werden und in einem zweiten Fenster öffnet sich genau dieses PDF mit der Unterschrift. Mit einem roten Rechteck kann nun die Unterschrift des Fahrschülers aus dem PDF herausgeschnitten werden und auch abgespeichert werden. Die Daten des Fahrschülers können auch mittels Kartenlesegerät von der Gesundheitskarte des Fahrschülers gelesen werden. Sobald die Karte in das Lesegerät gesteckt wird, öffnet sich das Fenster des neuen Fahrschülers. Dadurch wird die Dateneingabe um einiges verschnellert.